Junge Menschen ziehen in Duisburg wieder auf die Straße. Diesmal fordern sie nicht nur ein Umdenken in der Klimapolitik, sondern demonstrieren ganz konkret für bessere Klimabildung. Ein Thema, das Jannik Rettweig besonders am Herzen liegt. Wir sind der Meinung, das Thema Klimaschutz, Erderwärmung wird in den Schulen und Universitäten viel zu wenig behandelt. Und das muss sich ändern, damit die Leute das Problem verstehen und den Klimawandel bekämpfen können. Wir wünschen uns natürlich Änderungen im gesamten Bildungssystem, dass vielleicht Klimaschutz sogar ein Schulfach wird und nicht nur mal am Rand erklärt wird, ja, es gibt diesen Klimawandel, aber wirklich tiefgreifendere Lösungsvorschläge werden im Unterricht einfach nicht behandelt. Damit protestiert Fridays for Future heute wieder deutschlandweit. Anlass ist ein Bildungsprojekt der Students for Future. Es gibt jedes Semester die Public Climate School. Das findet zum einen auf einer bundesweiten Ebene statt. Da gibt es dann seit Corona vor allen Dingen viele Livestreams, verschiedene Bildungsveranstaltungen, eben auch zu naturwissenschaftlichen und zu sozialen Themen und ganz viel auch an verschiedenen Universitäten. Bildungsveranstaltungen, Lehrveranstaltungen, die umgestaltet werden. Zunehmend auch Programme an Schulen, die halt eben auch nicht nur an die Studierenden richten, sondern in der Regel auch offen sind, sodass alle Interessierten sich daran weiterbilden können. Auf eigene Faust setzt Students for Future das um, was sie sich von der Politik wünschen würden. Eine Woche lang haben sie Schulstunden und Vorlesungen zu verschiedenen Themen rund um die Klimakrise gestreamt. Das ist ein sehr breites Spektrum, das finden wir auch sehr wichtig. Also es gibt natürlich irgendwie Fragen dazu, wie kann eine Energiewende funktionieren oder so. Aber wir beschäftigen uns, es wird sich zum Beispiel auch beschäftigen mit irgendwie, wie sieht indigener Widerstand zum Beispiel aus gegen Waldrodungen? Wie hängt irgendwie die Klimakrise mit Feminismus zusammen? Und irgendwie, wie hängt die Klimakrise auch mit dem Kapitalismus zusammen und so weiter? Also es ist ein sehr, sehr breites Themenspektrum. Klimabildung barrierefrei für alle, um das Bewusstsein und den Umgang mit der Klimakrise zu verändern. Dafür ist Fridays for Future heute vom Duisburger Hauptbahnhof einmal um die Innenstadt bis hin zum König-Heinrich-Platz gezogen.